Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Castle Crush hier auf meinem Danny Online Let's Play Kanal. Und ja, Leute, ihr habt ja schon alle mein letztes Video hoffentlich gesehen, wo ich es geschafft habe, in Burg 5 zu kommen. Ich konnte mich leider nicht halten und dort habe ich euch versprochen, noch ein Video über das Deck zu machen, das ich da gerade spiele. Und das gibt es heute. Und zwar ist das ja das beste Deck, was ich bis jetzt hatte in Castle Crush, denn ich habe mich heute einfach mal unglaubliche 600 Pokale hochgepusht und ja, nur mit diesem Deck. Das Deck funktioniert sehr, sehr eigenartig. Das werde ich euch no nachher nach noch sorry, nachher noch zeigen. Und zwar haben wir hier einmal die Bombe, zweimal die Bogenschütze, zweimal die Dreier-Skelette, zweimal den Narren, zweimal den Krieger, einmal die Piratin, einmal den Flaschengeist, zweimal den Skelettschwarm und einmal den Meteor. Also alles Karten, die ja nicht wirklich teuer sind und ja, auch nicht wirklich besonders sind, hat fast jeder. Und genau hier liegt das auch, der Schlüssel zum Sieg. Denn die Karten sind, wie gesagt, sehr billig und sie sind sehr viele. Wir haben den Skelettschwarm und wir haben auch die normalen Dreier-Skelette. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir am Anfang auf allen Lanes Druck ausüben und das Spiel in den ersten paar Minuten gewinnen. Ansonsten geht das nicht. Wie ihr seht, der Skelettschwarm kann einfach mit Bomben oder so zerstört werden. Oder die Dreier-Skelette oder auch die Bogenschützen oder wie ihr seht hier mit Pfeilen. Und ja, wenn es am Anfang nicht funktioniert, dann kann man es eigentlich abhaken. So wie hier, das kommt mir schon etwas spanisch hier vor. Kam nicht so gut zum Zug hier am Anfang. Und wenn man am Anfang auch keine Karten hat, die man sofort spielen kann, ist es sehr, sehr schwer, dieses Deck zu spielen. Ja, jetzt sieht es momentan sehr ausgeglichen aus, denn man hat auch nicht viele Zauber. Das Einzige, was man hat, ist die Bombe und der Meteor. Der Meteor macht zwar sehr, sehr viel Schaden und kann auch am Gebäude noch Schaden machen. So, jetzt sieht es natürlich blöd aus. Wir sollten eine Bombe ziehen, ansonsten wird das hier nichts mehr, um den Skelettschwarm hier zu zerstören. Und wir bekommen auch die Bombe. Wie ihr seht, Skelettschwarm ausgelöscht, nur mit der Bombe. Den Dämonen werden wir hier mit dem Skelettschwarm auch zerstören. Und ja, der Gegner könnte mich jetzt theoretisch mit einem Meteor auslöschen, falls er einen hatte. Doch dieses Deck schafft es, mein Deck zu countern. Also Leute, hier mal ein sehr, sehr schlechtes Beispiel für den Anfang, wie man dieses Deck spielt. Ich hoffe, im nächsten Deck geht es besser. Wie gesagt, es gibt kein perfektes Deck, Leute, aber es gibt sehr gute Decks. Und wenn man sie dann noch spielen kann, ist es umso besser. Ich setze hier noch den Meteor. Es bringt ja nicht mehr viel. Und warte einfach hier, bis mich der Gegner zerstört. Ja, Leute, und ich habe auch, falls ihr noch nichts gesehen habt, ein Video hochgeladen, wo ich euch auffordere, ja, mir Fragen zu stellen. Das ist mein letztes Video. Schaut doch beim Kanal vorbei bei mir oder ich verlinke es euch auch in der Infobox für mein 1000 Abonnenten-Special, denn wir haben bald die 1000 Abonnenten erreicht. So, ersten Kampf verloren, einiges an Pokalen verloren, aber wir gehen gleich weiter gegen King Mosi. Ich hoffe, jetzt sieht es besser aus mit dem Deck. Vorher, wie gesagt, ein schlechtes Beispiel gehabt. Wir setzen hier mal auf allen Lanes was. Und hier setzen wir auch die Bogenschützen noch dahinter. Er hat Level 8er Bogis. Er ist auch auf Level 8. Oh mein Gott, so einen starken Gegner hatte ich hier noch nie. So, er setzt diesen, ja, den Sensenmann hat er jetzt eigentlich sehr, sehr blöd gesetzt, von mir aus gesehen. So, jetzt habe ich die Bombe. Falls er was Kleines setzt, kann ich ihn damit countern, aber nicht, wenn er den Ork-Krieger setzt. Da sieht das blöd aus. Ja, wie ihr seht, ich bin jetzt schon in den ersten paar Minuten, ersten paar Sekunden sogar, an seinen Turm gekommen und macht massiv Schaden. Besonders mit dem Skelettschwarm kann ich jetzt ordentlich Schaden machen. So, wir setzen hier die Bombe auf den Ork-Krieger. Funktioniert gut. Er setzt auch den Skelettschwarm. Und da haben wir auch schon gewonnen, Leute. Ihr seht, wie schnell das Deck funktionieren kann. Vorher leider schlechtes Beispiel gewesen. Aber hier, wie ihr gesehen habt, es geht richtig, richtig, richtig schnell. So, und was ich noch sagen wollte, mein Clan ist unter den Top 200 der Welt. Ja, wie ihr seht, wir sind hier auf Platz 176, also alle ein riesengroßes Dankeschön an die Leute, die dabei sind beim Clan. Wow, hätte ich nie gedacht, dass wir so schnell mit dem Clan unter die Top 200 kommen. Ich bin ja momentan auch als Spieler unter den Top 50 von Österreich und das macht auch richtig, richtig Bock, das weiter zu spielen. Und nochmal danke für eure Unterstützung hier auf meinem Kanal. Haben wir fast die 1000 erreicht. 1000 Abonnenten, das was das für eine Zahl ist, Leute. So, los geht's. Wir setzen überall was bis auf dort oben. Wir hoffen, dass wir die Bombe bekommen, mit dem wir die Bogenschützen dann auslöschen können. Oder wir probieren es mit dem Narren. Der macht ja Flächendamage. Und der Gegner hat die Pfeile. Die Pfeile sind das Tödlichste für dieses Deck, Leute. Es ist wirklich das Tödlichste, was der Gegner hier haben kann.
Hier kommt er mit seinem Narr auf Level 2. Da wird sich mein Narr schwer tun. Aber wir sind schon am Turm vom Gegner und machen schon etwas Schaden mit den Bogis. So, ich hoffe, ich kann seinen Narr hier auslöschen. Oh je. Ach ja, der Magier. Das ist auch so eine Schwachstelle im Deck. Denn dieser macht auch Flächenschaden und kann somit einen Skelettschwarm mehr oder weniger sofort mal auslöschen. Oder die Bombe, wie ihr gerade gesehen habt. So, wo setzen wir unseren... Ja, wir setzen ihn denn einfach mal hier. Denn wir probieren die Burg auf 500 Lifepoints zu bekommen. Und dann können wir den ganz easy mit dem Meteor auslöschen. Yes, Leute, wie ihr sehen habt, so leicht geht's. Wenn der Gegner denkt, ja, den habe ich noch wegbekommen, den Meteor setzen. Und auch dann haben wir wieder gewonnen. Ja, das Deck funktioniert, Leute. Man muss nur schnell sein, man muss die richtige Starthand haben. Und wenn man dann so von 4 Spielen 3 gewinnt, oder nur, ja, von 4 Spielen 3 gewinnt, steigt man schon auf mit den Pokalen. Und das finde ich dann richtig, richtig cool. Man ist klar, dass man nicht immer gewinnen kann, aber wenn man gewinnt, dann haut es ordentlich rein. Und so starten wir dann auch gleich in das nächste Spiel gegen den Lorenzo mit 1700 Pokalen. Ja, wir haben zum Glück wieder was, was wir sofort spielen können. Hier, die Dreier-Skelette. Und wir bekommen auch die Bogis. Mega, mega nice. Ich hoffe einfach als nächste Karte, dass ich eine Bombe bekomme. Damit wir... Nein, bekommen wir nicht. Dann setzen wir den Krieger hier unten. Der Gegner friert ein. Aber wir haben es schon mal geschafft mit den Dreier-Skeletten an den Turm des Gegners. Er setzt nur mit 5er-Skeletten dagegen. Also sollte ich noch ein Skelett übrig haben am Ende. Jupp, so sieht es auch aus. Wir setzen hier noch den Skelettschwarm und machen hier easy die Bogenschützen weg. So Leute, wir sind schon wieder am Turm und machen zwar nicht viel Schaden, aber ja, Kleinvieh macht auch Mist, wie wir so schön wissen. Und jo, da hat er zwar den Pfeilhagel gemacht, aber meine Skelette schaffen es trotzdem bis zum Turm. Die Bogenschützen sollten kein Problem sein. Ja, der Gegner hat das Match verlassen. Ja, da ist er schon wieder da. Oder auch nicht, er hat es wieder verlassen. Ja, da wird auch nichts mehr passieren viel beim Gegner. Wir haben jetzt gewonnen gegen den Lorenzo und so haben wir das nächste Spiel gewonnen. Wie ihr seht, easy mit diesem Deck. Wenn der Gegner nicht wirklich ein Deck hat, das er schon richtig gut spielen kann oder einfach nichts für unser Deck ist, zum Beispiel ein Inferno ist tödlich für das Deck, die Bombe und die Pfeilhagel, da das alles dann mit One-Hit viel weg ist. Denn wie ihr seht, wir haben jetzt eigentlich 5 Kreaturen am Feld, die ordentlich Damage machen. Und wir können auch einen Krieger mit 4 Bogis einfach easy killen. Da seht ihr es, 3 bleiben über. Wie sieht es beim Nahen aus? Sollte sich, glaube ich, nicht mehr ausgehen. Leider, ja, da sind die Bogenschützen weg. Eieiei, da verbrauche ich mein Mana. Und wir haben, ei, da sind sie alle weg. Der Gegner hätte sicher noch gehofft, dass sie das überleben. So, auch das weg. Den Ork-Krieger, wie werden wir den erledigen? Ich glaube, mit dem Djinn sollte es sich ausgehen. Was machen wir hier noch? Das war eigentlich blöd von mir, hier noch den Narr zu setzen, der alles immer wegdrückt und die Piratin auf Entfernung hält und dann auch noch schießen kann und wir keinen Schaden machen können. Egal, wir machen jetzt mit dem Narr mal ordentlich Schaden. Ich hoffe, er schafft auch die Piratin. Yes, schafft er. Nein, ja, gerade noch. So. Wir sollten jetzt noch einiges an Schaden zu setzen. Dann haben wir den Meteor in der Hinterhand. Wir setzen auch einmal die Bombe und bringen wir ihn auf die 500. Dann sollte es sich ausgehen, dass wir ihn... Ja, es geht sich aus. Wir schaffen es auch hier wieder mit dem Meteor, es zu beenden, Leute. Mega, mega cooles Deck. Man bringt den Gegner einfach sehr weit runter und wenn er dann wirklich was dagegen setzt und dein Push zerstört, setzt man einfach einen Meteor, wie ihr seht. Geht doch. Ja, das erste Match nicht gut angefangen, verloren. Ich hoffe, ihr seid trotzdem dran geblieben. Ja, Dankeschön, Leute, fürs Zusehen. Auf jeden Fall gebt mir bitte einen Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat. Und falls du neu bist, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Schaut unbedingt beim letzten Video vorbei, bei der Aufforderung, mir Fragen zu stellen für ein Ask Danny, was ich, ja, als 1000 Abonnenten-Special bringen will. Ja, Leute, Dankeschön, dass ihr zugesehen habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.